Der Wochenrückblick Nummer 96 von motorradonline.de dreht sich heute natürlich um BMW. Ja, mir passt das jetzt auch nicht. Aber ja, die heilige Kuh des deutschen Motorradfahrers ist präsentiert die R1300 GS. Dann gibt es noch neue Daten zu einem neuen Cruiser, auch von BMW. Darauf haben wir ja auch alle gewartet. Und dann wird im Prinzip noch bestätigt, was alle wussten. Die neue 9T hat genauso viel Leistung wie die alte. Dann gibt es noch die Bestätigung von Brabus, dass die neue 1390 Super Duke KTM wirklich kommt. Und jetzt legen wir einfach mal los. Nach den vielen R-Königen und Leaks der letzten Woche und Monate zeigt BMW diese Woche offiziell die neue R1300 GS. Neuer Motor, Rahmen, neues Fahrwerk, Optik, neuer Preis. Der Motor, weiterhin ein Boxer mit Shift-Cam-Ventilsteuerung, jetzt mit 1300 Kubik, 145 PS, 149 Newtonmeter, vorher 1254 Kubik, 136 PS und 144 Newtonmeter. Also von allem ein bisschen mehr. Dagegen stehen dann bei der Basis GS 12 Kilo weniger Gewicht. Die Diät führt BMW dank eines neuen Rahmens zum Erfolg. Das alte Stahlrohr ist passé, neues ein Stahlrahmen aus Blechschalen und angeschraubtem Heck aus gegossenem Alu. Macht 237 Kilo Gewicht. Von den 12 Kilo steuert allein 6,5 der neue Motor mit Antrieb bei. Der Rest geht auf Hauptständer, Gepäckträger, Lithium-Ionen-Batterie und dann wohl auch noch auf das neue Chassis. Beim Fahrwerk bleiben wir wie gehabt beim Kader mit Paralever hinten und eine Front mit Teleleverführung. Beide mit der Endung Evo, weil eben irgendwas neu gemacht wurde. Genaues wissen wir noch nicht ganz. Interessant, BMW erhöht den Nachlauf um 11,4 mm von 100,6 auf 112 mm, um dem ganzen Motorrad etwas Stabilität zu bringen. Wobei ich jetzt auch noch nie so wirklich gehört hätte, dass jemand sich beschwert, dass eine 1250 GS instabil führe. Vielleicht, und das ist das Einzige, wenn ich mit meinen Kollegen von Test und Technik spreche, ist, dass in ganz tiefen Schräglagen die aktuelle 1250er GS leicht anfängt, vorne in die Kurve reinzuziehen. Aber ich glaube, wenn wir über tiefe Schräglage sprechen, dann ist das was anderes, als wir draußen auf der Landstraße tatsächlich fahren. Egal, kommen wir zu Preis und Ausstattung der neuen R1300 GS. Beides steigt. Der Preis um 800 Euro auf 19.100 Euro. Die Ausstattung füllt BMW auf. Da gibt es serienmäßig das Keyless Go, der elektronische Motorbremse, Heizgriffe, die Reifendruckkontrolle und ein Tempomat mit Bremsfunktion. Nicht zu verwechseln mit einem Radarsystem, das gibt es optional. Ebenso wie das semiaktive Fahrwerk, Kurven, Licht, Quickshifter und allerlei Shishi und Trara. Und gehen wir mal davon aus, BMW möchte die ja auch noch verkaufen, also dürften die recht bald im Handel zu haben sein. Technische Daten, zumindest die, die für eine Homologation wichtig sind, habe ich über die R12 gefunden. Nee, nicht die 9T, sondern nur R12. Und wenn ich mir die Reifendimension mit 190-19 und 150-80-16 anschaue, steht bei mir im Auge ein Cruiser wie die Harley Nightster, die Street Bob oder die Softail Standard. Also im Vergleich die einfachen Bikes mit kaum Schnickschnack. Und genau so ein Modell hat uns ja BMW-Motorradchef Schramm bereits in einem Interview angekündigt. Von Cruiser oder Basisbike war da jetzt vor ein paar Wochen die Rede. Basis, weil nämlich der bekannte 1170er Boxer auf 95 PS und 110 Newtonmeter gedrosselt wurde, um im zweiten Schritt auf 48 PS drosselbar zu sein. Und wie so ein Modell aussieht, haben wir uns schon mal vor ein paar Monaten vom Kollegen Kali zeichnen lassen und das sieht ja schon mal ganz nett aus. Gewicht homologiert mit 229 Kilo fahrfertig, also mit 90%. Tankinhalt, Rahmen und Fahrwerk kommen wohl von der R12 9T, weil gleicher Radstand. Wann die neue R12 kommt, ist unbekannt, aber wenn so ein Motorrad mal homologiert wurde, dauert es normalerweise nur ein paar Wochen, bis dann auch das Motorrad wirklich da ist. Wir sind mal gespannt. Ebenso gespannt war ich noch auf die finale Leistungsangabe der R12 9T, also dem Naked Bike. Das hat BMW im Mai ja schon so ein bisschen angeteasert, nur die Leistung eben noch nicht benannt, sondern nur so kryptisch so ein bisschen darum gemarketingt, ja, da kommt doch irgendwas. Jawohl, und es ist was gekommen, nämlich Homologationsdaten. Und was hat sich geändert? Nix. 109 PS, 116 Newtonmeter aus 1170 Kubik, 221 Kilo fahrfertig. Das unterscheidet sich im Grunde nicht von der aktuellen R9T. Und ich glaube ja, final wird die zusammen mit der R12, also der von eben, nennen wir sie Cruiser, in wenigen Wochen im Bundle präsentiert und dann fehlt mir persönlich eigentlich nur noch eine R12 GS als luftgekühlte Basis-Enduro. Genug BMW, kommen wir zum zweiten Hersteller mit Alpenblick, nämlich KTM. Besser deren 1290 Super Duke R Evo, nachdem Brabus Hand anlegte und die 1300 R draus gemacht hat. Also wie gehabt das Edel-Sondermodell mit neuer Verkleidung aus Carbon, Schmiedefelgen von Brabus, Frästeilen an allen Ecken.
und weiterhin, wie gehabt, limitiert und teuer. Die finale Version wird es in Schwarz oder Weiß geben, jeweils nur 25 Mal zum Preis von 49.900 Euro. Zum Vergleich, die erste Brabus gab es in Summe noch 144 Mal für läppische 39.500 Euro. Und jetzt kommt das wichtige Wort, nämlich final. Final, weil Brabus in der eigenen Mitteilung im Grunde das Ende der 1290 Duke angekündigt hat. O-Ton, auch für dieses Sondermodell dient die KTM 1290 Super Duke R Evo als Basis, deren Produktion nun ausläuft. Aha, heißt, die vermeintliche KTM 390 Super Duke kommt wohl schon 2024. Wir haben das ja schon auf R-Königen gesehen, da wird irgendwas gemacht. Wir wissen aufgrund einer fehlgeleiteten Werkstatt-Ersatzteilliste, dass es einen neuen Motor gibt mit 1390 Kubik. Wir haben schon R-Könige von dem Ding gesehen und wissen auch durch eine fehlgeleitete Ersatzteilliste, dass der Motor größer wird. So oder so, wenn ihr das hier seht, dürften die 50 Brabus 1300R in der Masterpiece Edition, so heißt die Geschichte, dann auch schon ausverkauft sein, denn auch das war bisher immer das Schicksal der Edelduke. Ausverkauft. Und zum Abschluss noch ein bisschen Rengdengdeng mit einem 700er Einzylinder. Sip Mustard hat das Teil gebaut, Basis ist eine GasGas EC300, deren Motor tauscht der Sip gegen einen wassergekühlten Einzylinder-Zweitakter von Rübeck. Der hat eigentlich früher mal Enduro-Gespanne angetrieben. 84 Zweitakt PS treffen auf nur 120 Kilo und das klingt jetzt erstmal vernünftig. Und wie das Ganze wirklich klingt, hören wir jetzt. Der ganze Rest des Umbaus ist eine schicke Sammlung an Who is Who des Supermotorsports, denn das ist die Profession von Sip. Ob er denn jetzt mit seiner Megasgas auf die Strecke geht, ist nicht bekannt. Mit den aufgezogenen Slicks wäre es aber möglich. Und das war er auch schon wieder, der Wochenrückblick von motorradonline.de. Und ich würde gerne von euch wissen, 700er Zweitakter mit 84 PS oder 1300er Boxer mit 145 PS. Ich ahne das Ergebnis, bis dahin und gute Fahrt.